Hallo meine lieben Freunde, hier spricht wieder euer Edgar und ich verstehe, wenn ihr anfänglich etwas irritiert seid, weil gewohnterweise sitze ich hier mit Rappern zuhauf oder mit Produzenten. Jetzt haben wir uns aber gedacht, ihr kennt unseren Sub-Slogan, It's yours, Bass-Anarchie. Das heißt, die Anarchie umfasst die dunklen und die hellen Töne und diese hellen Töne, diese dunklen Töne können natürlich auch visueller Natur sein. Deswegen fangen wir heute mal mit den ästhetisch dunklen Tönen an, mit dem Maler, Zeichner und Tätowierer Steve Bauer. Ich grüße dich. Hey, servus Flex, ich grüße dich. Im Interview bin ich immer Edgar, ne? Also, genau, es ist eine krasse Umgewöhnung. Edgar, hallo Edgar, hallo, ich bin Steve, ja. Genau, alles cool. Ich bin kein Rapper, wie du schon gut gesagt hast. Aber ich kenne mich natürlich in der Szene gut aus, also ich bin da wahrscheinlich genauso bewandert wie du, aber ich halte mich dann gerne, wie du es schon gesagt hast, lieber im Dunkeln auf und schaue die Szene mir von hinten an. Okay, das finde ich gut. Genau, wir haben gesagt, wir möchten mal etwas sprechen. Wie fasse ich das jetzt am besten? Du bist hauptberuflich Tätowierer. Begreifst dich dahingehend als Dienstleister und lebst, oder du kannst mich immer korrigieren, wenn ich irgendwas falsch interpretiere, und lebst des Nachts dann deinen visuellen Kosmos aus, wenn ich das so richtig erfasse oder romantisiere. Ja, romantisieren ist gut, weil natürlich die klassische Malerei dann doch irgendwo dort angesiedelt ist. Ich weiß nicht, eine Biografie dahingehend zu setzen, zu sagen, okay, das mache ich dann, das mache ich dann und das mache ich dann, gibt es eigentlich nicht, weil es ist wie in jedem anderen, sage ich mal so, Leistungsbereich, hast du einen vor der Arbeit, dann während der Arbeit und danach, und ich fasse das einfach alles zusammen. Ich nehme die kreativen Prozesse so, wie sie kommen. Das heißt, ich beginne früh, nachdem ich direkt aufgestanden bin, wechsle dann halt nur die Lokalität. Meistens in den Vormittagsstunden bin ich hier, wo wir uns jetzt gerade aufhalten, und sinniere bei einer Tasse Tee und bei einem guten Radiogespräch einfach ein bisschen hin und versuche mich einfach auf den Tag einzulassen, ein bisschen alles laufen zu lassen, um zu gucken, okay, was gibt es in meinem Unterbewusstsein, was muss verarbeitet werden, was sind die Eindrücke, die mir geliefert werden, wo kann ich vielleicht eventuell was mitnehmen. Und das ist eine Symbiose aus allem, also ob ich jetzt tätowiere, ob ich zeichne oder ob ich male, das ist eigentlich alles eins, das überträgt man dann. Also es gibt natürlich klare Zeiten, weil, wie du schon sagst, es ist ein Dienstleistungsbereich, der hat gewisse Öffnungszeiten und die Leute haben auch nur ein gewisses Zeitschemata. Also klar, ich würde gerne nachts tätowieren, da, aber das machen weder meine Kunden noch meine Familie mit, und deswegen teile ich das dann halt einfach auf. Ja. Ja, ich glaube, es gibt nichts Schöneres, wie einfach nach der Arbeit dann direkt, wenn eigentlich so der Tag hinter einem liegt und man dann doch schon ein bisschen gestresst ist, dann einfach nochmal kurz hier zurückzukehren in diese Räumlichkeiten, weil hier eine gewisse Ruhe auch herrscht und eine gewisse Atmosphäre, die dazu führt, dass ich mich halt tatsächlich entspanne, und dann verarbeitet man und projiziert und produziert, was auch immer, und deswegen, also der klassische, ich sehe mich auch im Geschäft nicht als klassischen Dienstleister. Klar, Tätowierer wird halt, wir werden halt klassisch von der Handwerkskammer im Friseurgewerbe angesiedelt. Das ernsthaft, der Friseurgewerbe? Sind wirklich unterm Friseurgewerbe. Ne, dadurch, dass Tätowieren halt so ein bisschen so eine Grauzone noch ist, weiß ich auch nicht, warum Deutschland in seiner harten Struktur uns da einfach so im Dunkeln tappen lässt, aber wir werden unterm Friseurgewerbe gehalten, und deswegen bin ich Dienstleister, klar. Ich bin klassischer Handwerker, ich habe ein klassisches Handwerk gelernt, was ich auch tatsächlich wichtig finde und notwendig, weil gerade in dem Bereich, wo es dann doch um eine inversive Tätigkeit gibt, ist es halt wichtig, dass du halt einfach ein Handwerk kannst, und alles ist Handwerk, Zeichnen ist Handwerk, Tätowieren ist Handwerk, die Malerei, was auch immer für kreative Bereiche halt wir ausloten, das ist alles Handwerk. Nur der kreative Bereich ist dann immer das, was ich dann halt einfach da impliziere in das Ganze. Genau, so läuft das. Und ist ein langer Weg. Und ja, gerade das Tätowieren an sich ist ein super Bereich, um vertiefte Gespräche zu führen mit Leuten, mit denen du ja über einen längeren Zeitraum zusammen bist, die
explizit ihre Geschichten halt mitbringen, um halt nochmal ein neues Klischee zu erfüllen. Wir sind halt einfach die Friseure der Neuzeit. Die Leute lassen sich nicht mehr so viel die Haare schneiden und gehen zum Quatschen mit der Bunten, sondern die sitzen halt bei uns und sprechen über ihren Alltag, sprechen über ihr Leben, sprechen über ihre Thematiken. Und das sind halt einfach alles super interessante Geschichten, manchmal auch halt hochdramatisch, klar. Also du hörst halt einfach Sachen, die würden dir im Alltag niemals über den Weg laufen. Also, weil dafür bin ich einfach nicht sensibilisiert genug, dass ich den Leuten an der Nasenspitze ansehe, was deren Thematik ist. Aber es ist ein bisschen wie Physiotherapeut, ja. Also man hört wirklich diverse Anekdoten. Ja. Noch ein geiles Klischee, ja. Ja, also ich habe ja auch mit Hautkontakt zu tun. Aber das ist, ja, du hörst halt wirklich, du hörst jede Geschichte von Krankheit über Schmerz bis Leid bis Freude. Humor. Ich meine, wir haben den Humor gehabt. Du kannst dich wahrscheinlich noch dran erinnern. Also keine Sitzung geht bei uns ohne etwaige Tränenlandschaften aus Freude aus. Ich will gern später nochmal die Kohärenz deines visuellen Kosmoses und deiner hauptberuflichen Tätigkeit aufzeigen. Jetzt interessiert mich aber mal, was ich dich kurioserweise eigentlich noch nie gefragt habe. Wann hat sich denn bei dir die kognitive Begeisterung zum Zeichnen herausgebildet? Und mich würde dann auch mal, weil du bist ein dankbarer Gast, man stellt dir eine Frage und hat dreiminütige Antworten. Das ist es, schöner geht's gar nicht. Bitte mal mit der Zielstellung, wann dann auch so der Randbereich deines jetzigen Kosmoses angefangen hat. Okay, alles klar. Ich versuche es kurz zu machen. Also natürlich ist es so, ich wusste, dass die Frage kommen wird. Also egal, in welchem Interview du dich befindest, kommt immer irgendwie eine Frage, wann liegt der Grundpunkt deiner Schaffensperiode. Und ich habe lange immer darüber nachgedacht, wo bin ich das erste Mal wirklich mit eigenständiger Kreativität in Verbindung gekommen. Und eigentlich kann ich mich ganz klassisch an ein Bild erinnern, als ich klein war. Ich war, keine Ahnung, bestimmt 5, 6 Jahre alt. Ich saß mit meinem Großvater auf der Couch, tiefste DDR, und der zeichnete mit mir. Und er zeichnete mit mir einen überproportionierten, muskulösen Menschen, für meine Verhältnisse damals hochgradig interessant und auch wohlproportioniert, also echt in dem Moment. Und dann kam halt tatsächlich lange Zeit erstmal nichts. Und dann wirklich ging das bei mir in der, ich nenne es jetzt mal frühpubertären Phase los, wo dann in der Schule so ein bisschen das Rebellische angefangen hat und man sich so ein bisschen einfach auch die Hände ausgestreckt hat, um zu schauen, was gibt es denn eigentlich, für was interessiere ich mich, wo finde ich mich wieder, wo kann ich vielleicht auch ein Stück weit mich dran festhalten. Und ich meine, wir sind, also ich speziell, ich bin ein Wendekind, also ich bin in den mit Abstand ersten Tagen des neuen deutschen Universums groß geworden, und das heißt halt hier auch im Osten unglaublich viel Ahnungslosigkeit. Also keiner wusste überhaupt, was kommt, was passiert. Ein Paradies, ein Spielplatz für junge Menschen, aber auch ein bisschen Ungewissheit, was passiert, was kommt, es schwappt. Das ist aber oft sehr guter Nährboden für Kreativität sein kann. Ja, also ich finde, also tatsächlich auch gemessen an den Jahrzehnten, jetzt danach gekommen sind, fand ich die 90er Jahre eigentlich am kreativsten von allen. Also viele Subkulturen sind ja gewachsen. Also das wiederum, um deine Frage noch zu beantworten, das ist mein Nährboden gewesen. Da komme ich her. Also ich komme aus der Subkultur. Der nächste Indikator, das nächste Bild, was ich dir liefern kann, ist, ich sitze klassischerweise in der Schule, Neubauschule Grünau. Grünau. Da sind wir wieder bei... Natürlich, bei Rappern. Also, Sozialisation auch. Also ich würde dir auf jeden Fall auch eine überaus geprägte Sturm- und Drangzeit beimessen, wie Legenden manchmal so berichten. Da kannten wir uns ja noch nicht, aber das hat wahrscheinlich auch mit dazu beigetragen. Ja, gut, ich würde versuchen, jetzt ein seriöseres Bild eigentlich ganz gerne. Keine Tiefe. Nein. Du stehst ja auch zu deiner Entwicklung. Ja, natürlich. Also ich habe einmal in meinem Leben mir die Krone selber aufgesetzt. Das war ein Riesenfehler, das weiß ich. Aber
Ich habe gelebt, ich habe mich dementsprechend halt auch entwickelt und aufgrund dessen, dass ich halt einfach so gelebt habe, dass ich mich selbst entwickelt habe, einen autonomen Lebensweg mir geschaffen, daraus selektierte, dann habe ich rausselektiert für meinen neuen Weg, also das autonome Arbeitsverhältnis. Das resultierte einfach alles daraus. Klar, man ist jung, man ist, ich würde es jetzt mit deinen Worten wild bezeichnen. So, ich war wild, ich war jung, ich habe gelebt, ich habe alles ausprobiert, was es. Du dich nicht so allein gelassen fühlst, ne? Also Nee, nee. den Weg habe ich natürlich auch beschritten. Das ist wichtig, also das brauchen wir alle. Also keiner, der sich, also niemand kann mir sagen, niemand kann mir was über das Leben erzählen, wenn er nicht wirklich das Leben gelebt hat und alle Facetten des Lebens irgendwo versucht hat zu beleuchten. Weil gerade das macht uns ja auch irgendwo interessant, das schafft ja irgendwo einen gewissen Charakter auch. Und das, ich meine, es gibt nichts Schlimmeres wie Menschen, die nichts über das Leben erzählen können. Aber deine Kunst beschäftigt sich ja auch mit Entwicklung, mit Verderblichkeit, mit Verfall. Wie siehst du das aus heutiger Sicht? Also wir haben ja auch schon mal über die jetzige Jugend gesprochen und dass es uns doch beeindruckt, wenn sich die Subversion etwas in Grenzen hält. Also selbst ich stehe auch dazu, wie das früher gewesen ist, aber ich bin auch beeindruckt von gewissen Jugendlichen, die das schon kultivierter angehen, als ich das damals gemacht habe. Ja, es ist ganz verrückt. Ich würde das mal gerade ganz kurz in meinem Kopf sortieren, weil da natürlich tausend Sachen aufploppen gerade, was ich würde es jetzt speziell an der Subkultur festhalten einfach, weil das ist für mich ein ganz, ganz starker und wichtiger Indikator für den Bestand einer Jugendbewegung. Und das driftet gerade in eine ganz, ganz fürchterliche und gruselige Richtung. Ob das jetzt substanziell ist oder ob das Gedankengut vermittelt, ist alles irgendwo hat das für mich nicht mehr Hand und Fuß. Ich sehe das selber. Ich habe gerade selber in der Familie einen heranwachsenden Jugendlichen, knapp 18 Jahre ist der junge Mann alt und der entwickelt sich und somit bekommt man halt auch einfach diesen Einblick, wo die Leute halt hingehen, auch sein Umfeld, sein Freundeskreis. Wo sich dann halt auch der junge Wilde manchmal dagegen stellen muss, um den Jungen zu schützen. Und dann, das ist alles wirklich. Also, ich meine, klar, wir reden jetzt hier wie unsere Eltern. Also, unsere Eltern haben auch nicht verstanden, was wir damals gemacht haben. Aber trotzdem ist es, finde ich, ist es in manchen Situationen keine intelligente Herangehensweise in den Umgang mit seiner eigenen Kreativität. Und das fehlt mir, weil es wird alles gegeben. Weil wir gerade vor uns bei den 90er Jahren waren, überleg mal, also der klassische Bereich in der 90er Jahre war, mach aus Scheiße Gold. Weil du hast keine andere Möglichkeit, es gab ja nur Scheiße. Heutzutage hast du die Möglichkeit, okay, du hast Scheiße, du hast Silber. Gibt's fast nur noch. Ja, gut. Ja, du hast drei Varianten, alles glitzert so, aber. Du hast gar nicht mehr den Ansatz, um zu sagen, okay, ich muss jetzt kreativ werden, um erstmal überhaupt in irgendeine Richtung zu kommen. Und das fing ja bei uns schon relativ zeitig an. Also, wie gesagt, ich bin halt in Grünau groß geworden. Das war einfach Platte, Neubau. Es war alles kalt, es war alles karg. Überall nur Faschos und dreckige Nazis. Du musstest denn fliehen, du musstest gucken, wie du als Jugendlicher Millionen Kubikmeter Beton entfliehen kannst. Und das war halt einfach der Moment, wo ich halt in meinem Klassenraum gesessen habe, aus dem Fenster geschaut habe, die Linie 1 vor mir und es rollten die klassischen SOC-Trains der 90er Jahre ein. Und da habe ich gesehen, hey, ey, das ist ein Ausdruck. Das ist für mich was, damit kann ich mich identifizieren. Und dann ging das halt Ganze dann halt los. Okay, dann habe ich angefangen, über und über Hausaufgabenhefte zu beschmieren und zu bemalen, die ganzen Klos zu gemalt. Mit Graffitis, klassische Graffiti-Kultur oder auch schon eher Korpusse, gemäldeartige Sachen? Nee, nee, nee. Also klassisch Malerei, das ging bei mir ganz spät los. Ich bin, wie gesagt, ich bin gewachsen aus der Graffiti-Kultur. Das ist mein Grundbaustein, da bin ich auch sehr stolz drauf, muss ich sagen. Manchmal ist es halt so, ich habe immer relativ häufig überlegt, bringe ich das Ganze ein und lasse ich das Ganze halt raus. Und dazu muss ich halt einfach sagen, das ist halt mein Grundstein gewesen. Also das war der Indikator dafür, dass ich weiterführende Kunst halt einfach erstmal
aufbauen konnte. Ich habe dann eine längere Phase nach der Schule einfach gehabt, wo ich halt nur Sport betrieben habe. Also das heißt, die Kunst halt gänzlich rausgelassen und nur dem Vandalismus gefrönt. Und ja, um es mal so ein bisschen verblümt zu sagen. Geskatet hast du auch viel, oder? Wenn ich das richtig gehört habe. Ja, das war praktisch der erste Weg, genau. Da habe ich mich dann halt übergreifend in einer anderen Subkultur halt einfach wiedergefunden, die halt für mich Wegbereiter für alles andere war. Also die. So was das soziale Gefüge, die Kontakte anbelangt, oder? Ja, genau. Also erstens die Kontakte und natürlich auch den. Ich habe meinen Dunstkreis erweitert. Du bist über das Skateboardfahren mit allen möglichen Leuten in Verbindung gekommen. Du hast andere Subkulturen gesehen. Es hörte dann einfach nicht beim Hip-Hop auf, sondern es ging dann halt über alle anderen Subkulturen, die sich dann halt so ein bisschen in so einem Mischkreis in den 90ern irgendwie versammelten und so ein bisschen auch eine Gegenbewegung zu allen anderen gesellschaftlichen Strukturen bildeten und die griffen halt gut ineinander über. Halt gerade hier in Leipzig gab es eine gute Subkultur. Also hier im Leipziger Süden, wo wir uns ja jetzt gerade befinden, Kornewitz-Kreuzberg 2, übergehend runter an die ganzen anderen subkulturellen Bereiche, die ich jetzt hier gerade nicht benennen möchte, weil sie sich über die Jahre dann doch so ein bisschen in das Negative entwickelt haben und ich damit nicht mehr so konform bin. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich ein Fascho bin, aber es wird dann halt doch so einzelnen anderen Positionen nachgesagt, wo ich mir halt einfach sage, so hey, das ist nicht die Basis, aus dem wir gewachsen sind und das macht ihr halt einfach alles selber. Also es ist nur jetzt mal so am Rande, weil auch eine Subkultur sich halt einfach verändern kann und weil wir es halt vor uns gerade eben hatten, die Subkultur, das, was ich den Kindern vorgebe, das adaptieren die Kinder und das tragen sie weiter. Und wenn ein kulturelles Zentrum, was subkulturell aktiv ist, nichts anderes wie Konsum und überdrüssiges Leben demonstriert, dann brauche ich mich nicht zu wundern, warum die Subkultur einfach absagt. Es ist fehlend so ein Stück weit in verschiedenen subkulturellen Bereichen halt einfach auch so ein Stück weit die Leute, die Subkultur ziehen, die Leitbilder fehlen einfach. Das ist ganz klar. Ohne ein Leitbild funktioniert das nicht. Also ich kann mich daran erinnern, meine Leitbilder, ich habe nur mich mit Leitbildern in den 90er Jahren halt auseinandergesetzt, um zu gucken, selber zu adaptieren, zu schauen. Aber sind die dir durch Jugendzentren reproduziert worden? Also das heißt, oder ist das, was du dir letztendlich durch eine Mischkultur selber angeeignet hast oder sage ich mal durch verschiedene Bezugspunkte? Weil was du reingebracht hast, finde ich sehr interessant, lieben Dank übrigens. Wir haben uns vorhin über grünen Tee unterhalten, den wir hier sehr passioniert trinken. Das ist bereits der zweite Aufguss. Ja. Wir haben gesagt, der erste Aufguss ist für den Feind, der zweite für den Freund und der dritte für ein Selbst. Da wir sowohl Feind, Freund für uns selbst sind, können wir also ohne Probleme 1 bis 3 trinken. Ja, natürlich. Ey, klassische Philosophie. Die Tugend ist das Mittel zwischen zwei Extremen. Wunderbar, da haben wir alle 3 Durchgänge. Was mich mal interessiert, genau, du hast ein interessantes Thema angesprochen, das ist dieser Generationskonflikt, wie er schon im alten Babylon auf Steintafeln niedergeschrieben wurde. Aber dennoch hat man den ja immer. Also das heißt, auch unser Sichtfeld ist ja nur beschränkt. Und ich glaube, es gibt keine allgemeine Wahrheit, wo jemand so seine Bezugspunkte hat. Ne? Also wir reden ja jetzt gerade lokal eingegrenzt über unsere Wahrnehmung, aber dennoch glaube ich tief daran, dass nicht statisch an jedweder Stelle immer wieder Individuen entstehen und gedeihen können, die entweder schlechte oder gute Grundvoraussetzungen haben oder irgendwo in der Mitte. Ja? Also da gibt's keine universelle Wahrheit. Also einfach die lebensbejahende Facette in mir will, dass junge Geister weiterhin unbefangen und kreativ sind. Und ich glaube, diese werden auch immer wieder entstehen. Ja, genau, das ist richtig. Das ist richtig und das ist wichtig. Das ist wirklich unglaublich wichtig. Also ich selber sehe als junger, wilder und ungestümer Mensch, wie völlig vogelfrei ich im Geist gewesen bin und wie mich Leute um mich herum manchmal visuell, aber halt auch auditiv gecatcht haben, indem sie mir einfach auch mal eine klare Grenze gesetzt haben und gesagt haben, hier, du kannst bis da und da kannst du dich halt bewegen.
Und dann fängst du einfach an, über die Grenze hinauszugehen, was, ich rede jetzt mal nur von der Subkultur, über unser Werte- und Normkomplex einfach rüber hinausgeht, wo wir das halt nicht mehr vertreten können. Und das ist wichtig. Das funktioniert halt tatsächlich nur über Leitbilder. Und aber wenn die Leitbilder halt tatsächlich heutzutage in den Subkulturen jünger sind, wie die Leitbilder, die ich halt früher hatte, finde ich, dann fehlt so ein Stück weit einfach auch ja, diese Struktur. Ich würde es jetzt nicht an der Intelligenz festmachen, weil es gibt, Intelligenz ist halt, wie gesagt, ein breites Spektrum. Vielschichtig, ja, facettenreich. Ja, ne? Ja, genau, aber gerade wenn man irgendwas vorantreiben möchte, was irgendwo Bestand hat, dann muss es immer Leute geben, die in gewisser Art und Weise ja, als Symbol vorausgehen, dem man halt so ein Stück weit dann auch irgendwo folgen kann. Das ist ja, ich meine, schau dir, lass uns einfach mal ganz kurz in den Rap-Bereich, so ein bisschen Rap-Bereich, bisschen... auf einem Rap-Channel. Channel, genau. Lass uns einfach ein bisschen abdriften mal ganz kurz in die Richtung, weil ich finde, das ist ganz wichtig, weil Kreativität, ich bin im Hip-Hop groß geworden. Hip-Hop hat immer mein Leben bestimmt. Ich höre heutzutage auch noch Hip-Hop. Mein Junge hört Hip-Hop. Deutsch, amerikanisch, Misch, alles, was es heutzutage gibt. Und es gibt mehr denn je, muss man dazu sagen. Ja, was ja auch gut ist. So, weil, wie gesagt, auch heutzutage kochen auch die Köche anders. So, da gibt es nicht nur Salz und Pfeffer. Und da gibt es halt einen Haufen andere Sachen. Gibt es natürlich auch versalzene Suppen, aber das liegt ja dann auch in der Wahrnehmung eines selbst. Aber wo ich jetzt eigentlich mal tatsächlich darauf zurück wollte, ist, dass das doch diese industrielle Darstellung, also wo es dann halt tatsächlich darum geht, wir reden jetzt nicht von individuellen Leuten, die halt DIY im Keller ihre Videos drehen und dann halt nach draußen gehen und die Möglichkeit haben, halt über Social Media das Ganze zu pushen, wirst du halt schon über die Industrie mit Sachen halt beworfen. Ich würde jetzt nicht sagen bespuckt, weil jeder hat da so seine Qualität drin. Das ist alles, zwar wir wissen das, dass es einen kommerziellen Anklang hat, aber das wird so alles so hoch kommerzialisiert, dass natürlich der Konsument, der auf der anderen Seite sitzt, sich daraufhin sein subkulturelles Bild baut. Und das ist dann der Punkt, wo die Subkultur anfängt, entweder zu zerbrechen oder in solch eine Richtung zu gehen, wo ich finde, da nimmt der subkulturelle Gedanke einfach ab. Also ein bisschen verliert es einfach den Namen. Also dass man sagen kann, okay, das war's. Subkultur. Wenn wir jetzt als Analogie zu deiner Beschreibung einen Organismus nehmen würden, dann haben wir dort quasi wahnsinnig viel Wachstumspotenzial. Der Mensch ist groß geworden, demzufolge hat er auch mehr Möglichkeiten, Bakterien und innerorganisches Wachstum zu entwickeln. Und natürlich entsteht hier auch mehr Potenzial für Krebswachstum. Weil wenn man sich das so vergegenwärtigt, diese Marketingkomponente, die du gerade beschrieben hast, ist ja transparenter denn je. Sogar das Marketing ist ja inzwischen sogar Teil des Kunstwerkes geworden. Und die Schau dir den Hörst an, der Millionen für seine Kunstwerke nimmt, absurderweise, wo halt vielleicht du und ich gar keinen Zugang dazu hat. Die wenigsten Künstler können alles aus ihrem Herzen und aus ihrem Verstand herausholen. Finde ich gut. Mag jeder so machen, wie er das ganz gerne möchte. Ja, für mich war halt wichtig, dass ich auch das weitertrage, was mir halt zugetragen wird. Jetzt ist für mich sehr spannend, das habe ich, wie ich finde, noch nicht ausreichend sondiert. Wenn man mal in eine Ausstellung deiner Leinwände hereinkommt, ja, die auch wirklich inszenierter Natur ist, dann ist da alles abgedunkelt. Du arbeitest mit bestimmten Komponisten zusammen, die dem dementsprechenden Soundtrack dazu liefern. Und die Bilder sind dunkel, sehr gothicartig, morbide. Es ist wie eine kleine Paralleldimension, in die man hineinschlüpft. Ja? Themen wie Vergänglichkeit, auch Gesellschaftskritik manifestiert sich darin. Ja? Aber vor allem ist es sehr morbide,
Wie ist es dazu gekommen? Du hast jetzt so von der psychologischen und mentalen Motivation geredet, so die gerade diese inhaltliche Komponente und die Affinität dazu, die interessiert mich jetzt mal. Okay, ich sammle erstmal kurz in meinem Kopf, weil das sind viele. Edgar, stell doch mal 5 Fragen auf einmal, es tut mir leid. Scheiße. Gar kein Problem, das ist ja auch die hohe Kunst des Gesprächs, der ich noch nicht so ganz zugänglich bin. Bescheiden, da bist du bescheiden mit dir gerade. Ja. Für mich war immer klar, dass ich Sachen transportiere. Also ich habe immer in meinen Bildern, egal wie banal die für manche auch immer scheinen mögen oder wie es damals halt gewesen ist, es gab für mich immer einen Inhalt. Gab immer irgendwo was ein Stück weit entweder eine Thematik geliefert hat oder einen Ausdruck. Und dieser Ausdruck, den ich in meinen Bildern versuche rüberzubringen, der funktioniert, der geht, das ist alles gut. Ist aber für mich in manchen Situationen einfach noch zu sehr mit einem erklärenden Prozess verbunden. Das heißt, Menschen begegnen mir, stellen mir Fragen, ich erkläre, ich kann schlecht erklären sozusagen, ich kann schlecht meine eigenen Arbeiten erklären und ich rede auch ungern mit Menschen, also über sowas, weil Umso das. besser, dass wir es jetzt nicht zu tief sondiert haben. Also dieser Interpretationsteppich ist dir doch aber bestimmt auch wichtig, ne? Ja, natürlich, natürlich, weil jeder holt sich aus dem visuellen Reiz das, was er braucht, wo er für sich selber eine Synapsenverbindung bauen kann, um das jetzt hier mal neurologisch zu erarbeiten, wo er einen emotionalen Punkt findet. Und das finde ich wichtig, dass das alles konzeptionell zusammenpasst. Und ich habe mir damals überlegt, als ich die erste Ausstellung in dem Konzept gemacht habe, das war 2015, habe ich 2014 im Atelier gestanden und habe vor den Leinwänden mich positioniert oder ich habe einfach stumpferweise nur rumgesessen und war so ein bisschen an meiner eigenen Grenze des Ausdrucks, nicht des visuellen Ausdrucks, sondern des emotionalen Ausdrucks. Und da kam für mich irgendwann dieser Punkt, dass ich musste den Leuten die emotionale Haltung von mir weitergeben, wie ich mich fühle, wenn ich im Atelier dieses Bild erarbeite. Und ich lebe nicht nur von der Kunst, sondern ich lebe mit Musik. Mein gesamter Tagesablauf, meine gesamte Arbeitsstruktur lebt von der Musik. Die Das Musik. ist Antriebsmotor. Ja, natürlich. Und natürlich auch derjenige, der. Ich fühle dich gerade so deep, mir geht's auch. Mir geht's Ja. genauso. Ja, aber das ist ganz verrückt. Das ist auch das, was mich auch schon immer begleitet. Und wo ich dann halt einfach gesagt habe, ich brauche diese Komponente einfach, um den Leuten diese emotionale Haltung und diesen tiefen Moment, den ich dann in dem Moment habe, den ja auch gerne mal meinen Bildern halt nachgesagt wird, dass sie halt sehr, sehr dunkel, scheinbar negativ, was ich natürlich anders sehe, aber es ist wie gesagt Eigeninterpretation, denen weiterzubringen. Und da bin ich zu der ersten Komponente gekommen, dass ich gesagt habe, ich brauche die Musik. Ich habe verschiedene Musikarten, die ich beim Arbeitsprozess höre. Warum? Weil die mich einfach in den Zustand bringen, wo ich sagen kann, okay, jetzt bin ich da, jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich in dem Bild, jetzt bin ich in dem Prozess. Und das brauchte ich dazu. Also habe ich angefangen, mir zu überlegen, wie mache ich das? Wie setze ich das Ganze um? Und wie hole ich denjenigen, der sich das ganze Konzept anschaut, so ab, dass der auch dafür empfänglich wird? Und diese Empfänglichkeit hat mich dahin geführt, dass ich denjenigen gänzlich aus seiner eigenen Welt abholen muss. Weil über diese ganze Reizüberflutung, die wir haben, wir sind überhaupt nicht mehr in der Lage, uns zu konzentrieren auf irgendwas. Da klingelt da mal ein Telefon, da müssen wir dorthin gucken, da ist eine Leuchtreklame, die hat ein schönes T-Shirt, die hat einen geilen Arsch. Und dann plötzlich ist das halt alles, also, man ist einfach nicht mehr in diesem Punkt. Und ich hatte auch bei meinen Ausstellungen überhaupt keine Lust darauf, mich als Mittelpunkt der Arbeit zu setzen. Das heißt, Sekt und Schnittchen und komische Gespräche. Das war für mich das Allerletzte, da hatte ich überhaupt keine Lust. Künstlerschal. Künstlerschal noch am besten. Ja, was auch immer. Ich meine, dafür gibt's andere Leute und vielleicht ist es auch für andere Leute den ihr Ausdruck und vielleicht brauchen die das, um so die Verbindung zu ihrem Werk herzustellen. Okay, sei es drum.
Meine war es nicht, weil ich muss dazu sagen, ich weiß, wie schwierig das ist, eine gewisse Position an einer Person festzumachen. Ich habe das einmal früher schon gehabt. Also ich habe mir einmal fälschlicherweise... Ja, manche sind Marken, die durch ihre Personen gerechtfertigt sind. Ne? Ja, und du hast dann immer, ja, genau. Und du siehst dann immer nur diesenjenigen und versuchst dich daran festzuhalten, aber du interessierst dich eigentlich überhaupt gar nicht für das, was da nebenher halt gerade eben läuft. Also habe auch ich mich aus der ganzen Sache rausgenommen. Und das habe ich darüber projiziert, indem ich gesagt habe, okay, ich schaffe einen neutralen Raum. Und die größte Neutralität, die wir haben können, ist die Dunkelheit. Weil dort ist alles nichtig. Da siehst du siehst nichts, du empfindest gegebenenfalls nichts und du hast die Möglichkeit, denjenigen über diese Neutralität hinaus so zu bespielen, dass du ihn abholst, lenkst und dann freigibst. Und das haben wir, also vielmehr, das habe ich damals mir so überlegt, okay, das mache ich, das probiere ich einfach aus. So habe ich mir damals auch vorgestellt, wäre es schön, wenn ich in eine Ausstellung mal gehen würde, um mir andere Sachen anzugucken, weil auch selber ich weiß, wie es ist, wenn du irgendwo hingehst und man läuft halt schnell durch, man nimmt sich verschiedene kategorische Arbeiten heraus, die mich halt eher fesseln, aber es geht ja nicht tatsächlich darum, dass ich den Leuten das zeige, was denen gefallen soll, sondern ich versuche mit meinen Arbeiten immer noch irgendwo in eine Bewusstseinsebene zu erreichen, das heißt Bewusstsein zu schaffen. Die Leute eigentlich damit zu beschäftigen, mit dem, was sie eigentlich gar nicht sehen wollen, um eine Reaktion hervorzurufen. Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Also, und deswegen, das funktioniert nur über Neutralität, indem du die Leute dazu zwingst, dort zu bleiben. Und somit haben wir das Konzept aufgebaut und ich würde das jetzt mal ganz kurz erklären, einfach weil es mit Sicherheit Leute gibt, die halt, wie du wahrscheinlich nicht in der Ausstellung gewesen sind. Die letzte, ne? Die letzte, die davor und die davor habe ich mir angeguckt. Ja, aber die letzte hast du ja so gesehen. Ja, das Konzept. Aus privaten Gründen leider nicht sehen können. Ja, aus positiven privaten Gründen übrigens. Glückwunsch, ja. ja, wo man einfach sagt, okay, man hat einen geführten Durchgang, der zwischen 20 und 25 Minuten läuft in einem komplett dunklen, neutralen Raum, wo jedes einzelne Bild begangen wird, mit einem Musikstück bespielt, mit einem Lichtverhältnis beleuchtet und dann über eine Zwischenmusik wieder zum nächsten Bild geführt. Und so systematisch von einem Bild zum anderen, von Anfang bis zum Ende. Und durch diese Dunkelheit und durch diese Abgeschiedenheit und durch diese Festsetzung, was auch wiederum ein psychischer Faktor ist, weil die Leute, die Scham haben, stehen zu bleiben, auch wenn sie sich nicht angucken wollen, sie bleiben einfach stehen, weil sie nicht aus dem Raum gehen wollen. Die Räume waren immer offen. Jeder hätte gehen können, jeder hätte auch was sagen können. Aber keiner hat irgendwie was gemacht. Also haben sie es ein Stück weit, wenn man so sagen kann, ertragen. Und ja, die Thematiken sind nicht einfach. Also meine eigenen Thematiken, die ich aufnehme, ich muss mich damit ja auseinandersetzen. Das heißt, ich höre diese Thematiken, ich projiziere ja selber auch eigene Thematiken. Also ich nehme mich aus den Thematiken nicht gänzlich raus. Ich muss mich damit beschäftigen, ich muss mich damit belesen, ich muss recherchieren, ich muss gegebenenfalls umsetzen dann auch in verschiedenen Positionen. Und das ist schon manche Sachen sind halt wirklich auch sehr tiefgründig. Es ist dein Eigenanspruch für dich. Du willst für dich diese Tiefe schaffen, spüren und fühlen. Ja? Also wenn man sagt, die Interpretation des Betrachters muss nicht unbedingt immer konform gehen mit der Intention des Künstlers, ist wahrscheinlich auch ein simpler Weg auch nicht der verkehrte. Ne? Manch einer, der pinselt wahrscheinlich einfach los und schafft trotzdem 1000 Interpretationen, was jetzt ja aber weder der eine noch der andere Weg ist, falsch oder richtig. Ja, ja, ich glaube, falsch oder richtig gibt es in der Kunst einfach nicht. Also Menschen, die sich anmaßen zu sagen, das ist falsch und das ist richtig, mit solchen Menschen möchte ich überhaupt nichts zu tun haben. Das gehört für mich nicht dazu, weil das ist eigentlich der erste Punkt, wenn man Kunst schafft, egal in welchem Bereich das ist, ob das Musik, ob das bildende Kunst ist. Jemand, der anfängt, über die Arbeit anderer Menschen zu urteilen, hat für mich nichts in der Kunst zu suchen.
Es ist alles relativ. Jeder kann. Findet ja statt, ne? Also Kunst wird ja rezipiert. Also das ist auch was, was mich stets immer mal unterhalten und wütend machen kann zugleich. Ja, natürlich. Das ist richtig. Diese Kontroverse ist ja da. Aber die leitet ja uns dann auch wiederum dazu an, zu sagen, nein, so möchte ich nicht sein. So möchte ich nicht darüber urteilen. Somit ist es ja wieder eigentlich eine negative Darstellung mit einem positiven Inhalt für einen selber, dass man weiß, ah, okay, alles klar, ich würde mich niemals in diese Position begeben. Und das ist, finde ich, grundwichtig. Also das, und das ist halt tatsächlich dann auch in dem Moment in den Ausstellungen bei mir halt einfach wichtig. Also um nochmal kurz die Grundintention zu erklären, im Gegensatz zu dem, wie es passiert. Ich hole die Leute ab. Die Leute kommen aus ihrer ersten Welt. Die Leute kommen hierher in diese Ausstellung. Das heißt, die Leute haben ein vermeintlich gutes Leben, meckern aber den ganzen Tag. Meckern über dies, meckern über das, kommen mit dem, kommen mit da, kommen mit dort und vergessen eigentlich so ein Stück weit den Grundstein des eigentlichen Lebens und bilden darauf eine so unglaubliche Negativität, dass es so belastend ist für das Umfeld, dass man die Leute dann bei der Ausstellung einfach so abholt und so neutralisiert und mit einer solch starken Thematik bespielt, die um sie herum eigentlich passiert. Weil all diese Thematiken sind mir zugetragen worden von etlichen Leuten, die um diese Personen sind. Das heißt, man konfrontiert die Leute eigentlich mit ihrer eigentlichen wirklichen Problematik und zeigt denen einfach von A bis Z das, was sein kann, was auch werden wird, und führt die dann dort durch und schafft sie dann auf solch ein Level, dass sie danach nach draußen gehen in ihre eigentlich vermeintliche Scheißwelt und dann erstmal tief durchatmen und sagen, oh, pff, endlich ist es vorbei. Jetzt kann ich wieder dahin gehen, wo ich mich eigentlich wohlfühle. Und schon hast du den Punkt, dass du einfach sagst, okay, vorher grundauf negativ und danach wenigstens ein Fünkchen positive Hoffnung zu sagen, dass das, wo ich vorher gewesen bin, doch nicht so scheiße ist. Und das ist die Grundintention, die Leute dazu anzuhalten, zu sagen, Mensch, ey, denk doch einfach mal drüber nach. So, das Bild ist schwarz-weiß. Ja, na klar, es gibt aber einen Inhalt. Guck dir es an, lass dich einfach drauf ein. Und durch diesen verschiedenen Lichtwechsel, worüber wir vor uns gesprochen haben, holst du auch verschiedene Standpunkte in den Bildern halt raus. Und dadurch lieferst du wieder eine Eigeninterpretation. Ich habe es vermieden, immer einen Titel für ein Bild rauszugeben, weil das immer wie im Museum, okay, ich lese mir den Titel durch, und dann suche ich den roten Faden. Das ist Schwachsinn, das brauche ich nicht. Hier auf deinem konspirativen Dach, wenn du thematisch etwas eingeengt bist, begibst du dich dann hier aufs Dach und verschaffst dir etwas Weitwinkligkeit. Oder sehe ich das falsch? Ja, Weitwinkligkeit kann man es eigentlich sehen, weil hier sieht man noch so ein bisschen den ursprünglichen Gedanken dieses Viertels. Und eigentlich hauptsächlich bin ich hier draußen und knutsche mit meiner Frau in den Sonnenuntergang, weil das natürlich auch zu meinem Leben dazugehört. Oder mit deinem Hund? Oder mit meinem Hund, ja. Also ich bin da, lebe da nicht monogam. Also Liebe ist für alle da. Liebe ist für alle da. In meiner Familie liebe ich alle. Ja. Über verschiedene Medien und Ausdrucksarten, aber um das nochmal ein bisschen fein zu justieren. Ne. Ja. Also das ist das Sexuelle ist das eine, aber das Mentale ist das andere. Nee, aber hier draußen tatsächlich mal kurz raussetzen, einfach mal einen Tee trinken, mal ein bisschen frische Luft. Oder ich nutze es auch einfach, um hier mal eine Leinwand zu grundieren. Um ja, ein bisschen abzuschalten. Von der Art, die du beschrieben hast, wenn jemand deine Ausstellung besucht, das ist ja doch ein sehr intensives Konstrukt oder eine intensive Ausführung, die du da vonstatten gehen lassen hast. Aber ich nehme dich sowieso als sehr, drastisch ist vielleicht das falsche Wort, aber doch als intensiv wahr. Ja? Das muss ja nicht sein, dass jeder das so wieder interpretiert, wie du diesen Ausstellungsbesuch fiktiv vorhin beschrieben hast. Wärst du jetzt getroffen, wenn jemand für sich da was komplett anderes mitnimmt, als das, was du vorhin beschrieben hast? Nein, gar nicht. Ich bin natürlich, das ist eigentlich der Punkt, wo ich sage, da bin ich richtig froh darüber, wenn jemand eine Eigeninterpretation reinbringt und sagt, okay, das ist mein Sichtpunkt, so sehe ich das, so möchte ich das halt einfach wahrnehmen und so möchte ich das ganz gerne auch für mich mitnehmen, weil es für mich
die Erklärung dafür ist und vielleicht auch die Erklärung dann der positive Wert aus der ganzen Sache ist natürlich gar nicht, also wunderbar. Also ein Beispiel, wir hypothetisieren mal einen Besucher, der sehr ausgeglichenen Naturells ist und in deine Ausstellung kommt, der braucht diese Neutralität wahrscheinlich gar nicht und fühlt sich einfach nur, ja, wohlig warm in dieser morbiden Tiefe. Ja, oder vielleicht auch zugänglich, vielleicht aufnahmefähig, was auch immer, vielleicht in dem Moment auch mir zugewandter. Weil er nicht erst anfangen muss, seine Grenze zu überschreiten, die ja immer was mit einem persönlichen Punkt zu tun hat, dass ich erstmal gucken muss, oh Gott, hier fängt jemand an, in meinen Bereich zu arbeiten, das will ich eigentlich gar nicht preisgeben und vielleicht sieht man mir das an der Nasenspitze an und ich muss jetzt erstmal anders sein, als ich eigentlich gerne sein möchte, sondern solche Menschen sind halt für mich natürlich interessant, weil die den Gedanken weiterspinnen und auch natürlich auch ganz anders und vielleicht auch themennah weitergeben können. Aber wirklich interessant sind dann die Leute, die erstmal dort reinkommen, nicht wissen, was auf sie zukommt und dann schon anfangen müssen, erstmal sich mit sich selber zu beschäftigen. Und so ein Grenzgang, so ein mentaler und emotionaler Grenzgang kann schon einiges bewirken. Also gerade bei der letzten Ausstellung haben wir den ein oder anderen mentalen und emotionalen Ausfall auch gehabt und muss ich sagen, da ist keiner davor gefeit. Da haben wir alle gehabt. Da heißt nicht, dass das kleine, unempfängliche Mädchen dann plötzlich anfängt zusammenzubrechen, sondern es waren große, gestandene Männer. Und bei den verschiedensten Thematiken, also wo es eigentlich keiner gedacht hätte, das ist... Lass uns mal ein bisschen nochmal zu dem visuellen Stil kommen. So psychomental beschrieben, sondern gibt es eine Kategorie für das, was du machst? Also lässt sich das stilistisch irgendwie vereinheitlichen? Ich weiß, jeder ist individualisiert, aber vielleicht ist das ja auch eine gewisse Sparte, der das zugehörig ist. Und du hast doch so die Entwicklung dahin vorhin beschrieben, aus der Gefühlskomponente heraus. Mich interessiert jetzt wirklich mal das Handwerk und der Stil. Hast du da Vorbilder, denen du da gefolgt bist? Oder hat sich das wirklich wie von selbst zusammengepuzzelt? Also ich sehe das jetzt so, dass, wie ich die Technik jetzt beschreiben würde erstmal, oder? Nee, also wirklich der Stil. Also wenn wir sagen, das ist zum Beispiel sehr Gothic-artige Malerei, ja. Also da bin ich, gehe ich offen mit um, da bin ich jetzt nicht allzu bewandert. Ist das ein gewisses Genre, was du entdeckt hast und was dir gefallen hast und du gesagt hast, dem fühle ich mich zugewandt, da will ich gerne praktizieren? Nee, gar nicht eigentlich. Völlig frei. Also den Schuh hat man mir angezogen und zugeschnürt. Natürlich sind solche Menschen, wie du es halt vorhin schon gesagt hast, die sind dafür empfänglich. Die beschäftigen sich mit solchen Thematiken und der dunkle Gedanke wird dann immer schnell mal in eine Richtung gedrückt. Ich habe eigentlich mich nie versucht, irgendwo festzusetzen. Ich habe mich immer schon in meiner Arbeit als Einzelkämpfer gesehen und habe immer versucht, für mich den größtmöglichen Ausdruck zu erarbeiten. Das heißt, wie kriege ich das, was ich in meinem Kopf habe, mit dem größtmöglichen und bestmöglichen Ausdruck raus und was brauche ich für Medien dazu und was nehme ich für Farben, was nehme ich für Untergründe, wessen Techniken bediene ich mich und die hat sich dann halt über die Jahre halt so weit zusammengeschustert und die haben das ist einfach so gekommen und jetzt orientiert man sich halt einfach an der klassischen Malerei und ja, es kommen durch die großen Medien heutzutage auch viele Sachen, mit denen man so eine Kreuzverbindung aufbauen kann. Wenn man mal da bespielt mit irgendwas, dann denkt man sich so, oh ja, verrückt, das könnte vielleicht den und den Ausdruck noch erreichen. Aber so an sich habe ich mir nie ein Genre vorgenommen, um darüber, also oder mich dort halt wiederzufinden, um zu sagen, okay, ich kann damit jetzt einen Ausdruck schaffen, weil das geht ja wiederum auf diese Ausstellung zurück. Also mir geht es ja darum, die Leute zu erreichen, die meine Kunst eigentlich nicht verstehen. Wenn ich mich da fest ansiedle bei den Leuten. Natürlich auch die sich da schon wohlfühlen. Ne? Ja. Gegen Bestandsfans hat keiner was. Ja, natürlich. Das sind mit Abstand auch die verständnisvollsten. Wohingegen dann doch schon die anderen psychischen... wie soll ich das jetzt nennen, ohne dass es halt blöd klingt... die psychischen Vorwürfe,
kommen dann doch immer mal gerne. Du hast mich traurig gemacht. Ja, ja oder nein, oder du bist verrückt oder du bist krank oder geh mal zum Arzt oder was auch immer, bloß weil ich das Thema des Nachbarn halt aufgenommen habe, der vereinsamt zu Hause sich die Pulsadern aufschneidet. Keine Ahnung, weil sein Chef einfach zu ihm gesagt hat, du bist zu langsam oder sowas in der Art. Das ist einfach allgegenwärtig überall. Und ja. Es könnte ewig weitergehen. Ich danke dir auf jeden Fall für die Odyssee in deine Welt. Ja, ich danke dir, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, mich mit dir zu unterhalten. Also hier in meiner kleinen Draußenwelt und meiner kleinen Drinnenwelt. Ja, ich denke mal, es wird noch lange weitergehen. Vielleicht treffen wir uns ja irgendwann nochmal. Aber hallo, vielleicht genau. Ich dich irgendwann. Finde ich auch gut, ne? Also wenn du deinen Podcast realisiert hast, sag Bescheid. Ja, natürlich, ja klar, das ist ja der andere Punkt. Wo geht's hin? Was macht man weiter? Auch ich bleib nicht stehen. Auch ich versuche mich hier mit anderen Medien auseinanderzusetzen. Handmodel. Ja. Was Fotokalender von dicken Kranfahrern. Ja, keine Ahnung, irgendwie Tankstellenporträts oder sowas, ich weiß es nicht. Irgendwas. Ich kürze es mal radikal ab. Edgar Einfühlsam, nee, umgedreht, Steve Bauer, Edgar Einfühlsam vom Dach. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke, macht's gut, tschüss. Genau.